mache heute ein Unboxing von der EC2A Competitive Gaming Maus von Zowie Gear. Sie gerade erst bekommen. Ich mache sie jetzt mal auf und schau mal rein. Ich tue mit der Maus wahrscheinlich meine Deathadder von Razer, wie ihr sehen könnt, ersetzen. Jetzt muss ich schon Karton aufkriegen. Die Packung sieht ganz schlicht aus bis jetzt. Da ist nichts weiter drin hier im Karton. So. Hier mal auf. DPI-Zahlen kann man hier verändern, sieht man. Als man es erkennen kann. Ja. Die kann man also. Ah, eine Folie. Boah, das fühlt sich aber richtig gut an. Oh mein Gott. Boah. Junge, wie gut. Boah, da merkt man ey, Hammer, Leute. Sprachlos, ey. Das Ding fühlt sich an. Wenn ich das vergleiche mit der Deathadder, oh mein Gott. Ne. Das ist echt richtig gut, ey. Die Form, ey. Schöner Grip. Boah, fantastisch. Läuft gut bisher. Schöne dicke Pads unten, die sich wahrscheinlich nicht so schnell abnutzen, hoffe ich, weil, wie man es hier sieht, in meiner Deathadder habe ich hier auf der Seite, das sieht man schlecht durch Kamera, komplett abgewetztes Material. Ich spiele jetzt auch schon 1500 Stunden oder so Counter-Strike Global Offensive mit der, aber du siehst, man sieht es hier an den Pad. Jetzt wollte ich gerade anfangen, Englisch zu reden. Man sieht hier an dem Pad, dass es ziemlich abgenutzt ist. Und das Problem ist jetzt zum Beispiel, wenn man ganz fein aimt mit dem Gelenk, oder ich beziehungsweise tue mich schwer, wenn ich eine, sagen wir mal, 90 Grad Kurve, zum Beispiel bei das tue, auf kurz, wenn man da rumgeht, von Terroristenseite aus, rumgeht auf kurz, und ich da lang fahre nach rechts, drücke ich, wie man sieht, drücke ich ja rechts die Maus mehr runter. Jetzt fahre ich rechts, rechts, rechts und habe einen ärgeren Widerstand, weil die Maus hier ein bisschen abgewetzt ist. Und wie soll ich es erklären? Das Pad ist ja dicker hier, ja, und hier ist es abgewetzt. Und quasi dieses Plastik, wo oben runterkommt hier, das da, drückt dann quasi aufs Mauspad so rein und es ist für mich schwer rüberzuziehen, die Maus. Wenn ich dann wieder zurückziehe, also in die Richtung geht es dann wieder gleichmäßig, in die Richtung ist das dann wie so, wenn ich dann, hier als ob ich immer stottere, ja, weil das einfach so abgewetzt ist, habe ich kein richtiges gleichmäßiges Gefühl mehr, das ist das Einzige, was ich dazu sagen wollte. So, weiter geht's mit der Zowie. Hey, das ist ja der Hammer. Da extra Pads nochmal dazu, klasse. Super gemacht, hey. Das Ding fühlt sich an, hey, ich will das erstmal in Action testen nachher. Schöner Sticker, kein billiges Teil, richtig qualitativ, genauso wie die Maus und die Verpackung ganz schlicht gehalten, nein, für was aufwendig machen. So, das Kabel fühlt sich richtig gut an, ist kein, keins aus mit einer Stoffummantelung, so wie bei der, Deathadder hier, das ist reine Kunststoff. Aber fühlt sich auch sehr gut an, qualitativ, und die Maus sowieso, Leute. Das Mausrad, sehr schön, man fühlt es richtig, man hat ein bisschen mehr Widerstand und irgendwie ist es direkter. Das ist so schwammig, das Mausrad, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist, wenn man langsam zum Beispiel hier das Mausrad bewegt, merkt man die Übergänge nicht so arg.
Hier merkt man es ja extrem. Das ist Wahnsinn, ey. Und ey, das Ding so gut. Hatte ich noch nie eine Maus in der Hand wie das Ding gerade. Ist der Wahnsinn. Das Ding. Da kannst du 20 Stunden spielen und deine Hand passiert nichts. Das ist ja der Hammer. Und die Tasten an sich sehr gut, man hört es schön. Hat eine gute Rückgabe von der Taste. Und was ich sehr gut finde, die Daumentasten, ja. Die sind jetzt hier ein bisschen weiter oben, wie bei der Death Adder. Problem ist, was bei mir jetzt, also mich hat dazu bewegt, eine neue Maus zu kaufen, sind die Tasten, ja. Ich habe hier meine Flashbang auf der Taste. Da vorne Tasche meine Flashbang, hinten habe ich meine Nade oder so. Wenn ich jetzt, ich weiß, es wird nicht viele passieren, aber mir passiert es. Wenn ich jetzt einen Flick mache, so, ja, dann kommt es manchmal vor, dass ich mit meinem Daumen hier auf die Flash komme oder auf den Knopf komme. Ich komme dann immer so runter, klapp, klapp, drück drauf. Und dann habe ich eine Flashbang in der Hand, wenn ich einen Gegner peek. Ja, so, und dann drücke ich drauf. Ich weiß nicht, wie ich es mache, ich mache es auf jeden Fall. Und bei der ist es weiter oben. Also das kann gar nicht passieren. Das kann nicht passieren. Ziemlich gut, ziemlich gut. Hier, wenn man es sehen kann, der Knopf, der ist für die DPI, glaube ich, jetzt zum Einstellen. Und je nach Farbe halt, ist die DPI dann halt anders, denke ich mal, wenn ich es nachher angeschlossen habe. Zeige ich es mal. Ja, wisst ihr was? Das mache ich jetzt gleich. Kabel einmal runter. So, jetzt habe ich sie mal angeschalten. Eingesteckt, meine ich. Und wie man hier sehen kann, jetzt leuchtet das Ding rot, ja. Und auf der Beschreibung steht, rot ist 400 dpi. Sehen können, ja, ist 400 dpi und violett ist 800. Und wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, wird es violett. Nächste wird dann blau, ist 1600 dpi. Und letzte ist grün 3200, aber das wird wahrscheinlich keiner benutzen. Ich benutze 400 dpi bei 2.0 Sensitivity in-game. Und ja, das war es eigentlich schon mit meinem Unboxing. Leute, die Maus fühlt sich deluxe an. Ich teste es nachher noch im Spiel und werde dann auch noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Und was ich sagen kann, im Gegensatz zu Death Adder, fühlt sich besser an. Qualitativ mehr. Also, auch hier hat es zwar keinen Grip wie bei der Death Adder, aber man hat trotzdem mehr Halt irgendwie, weil man die Maus so gut greifen kann im Allgemeinen. Die ist einfach so gut in der Hand. Das ist echt gut, Leute. Also, versucht es mal. Ich hoffe, ich kann euch irgendwie helfen. Die Maus an sich, qualitativ, schöne Form, leicht. Und vom Preis her kann man auch nichts sagen. Ich habe jetzt um die 60 Euro zahlt auf Amazon. Keine Werbung und so. Ja, super Maus, Leute, ich kann es nur empfehlen.